Ja, ich bin mit meiner Freundin, die vermummt ist, aus dem guten Grund heraus, denn das halbe Haus ist komplett verschimmelt. Wir sind in einer Saatgut-Villa oder Saatzucht. Ich glaube, Saatgut verkauft und Saatzucht züchtet, wie der Name sagt. Gut, da die Location komplett in Hauptstraße ist, wir hier echt aufpassen müssen, wo wir hinleuchten, lassen wir Marin verzichtet heute auf das Schwimmlicht und benutzen nur meine Taschenlampe. Ich hoffe, ihr habt alle Verständnis dafür. Schreibtisch nicht mehr so prunkvoll. Das ist echtes Holz. Das ist auch richtig schön veredelt. Das sah so künstlich aus. Die Saat
hier unten heraus. Tja, ich kann jetzt leider nicht so viel über die Geschichte von dem Gebäude erzählen. Ich weiß, es ist eine Villa, ich weiß, sie ist einschussgefährdet. Ich weiß, sie gehört keinem. Hinter ihr steckt sehr, sehr viel Geschichte. Mehr kann ich wirklich nicht erzählen. Ja, ich hoffe, das mit den Kameraaufnahmen funktioniert auch so einigermaßen. Es ist ein sehr, sehr heißes Ding. Und so wie es aussieht, es sieht ja nicht ohne Grund so noch gut aus. Weiß man ganz genau, hier sind Nachbarn aktiv, hier werden die Leute rausgezogen. Brandheiß, und damit ist mein Abschlusswort. Abonniert mich, wenn ihr es gut findet, und ich sage erstmal bye bye.